Ein ganz schlimmer Part liegt hinter uns. Wir haben nur einen Punkt geholt und eine ziemlich miese Ausgangslage für das Champions League-Rückspiel geholt. Das muss jetzt besser werden, sonst stehen wir nur noch in der Bundesliga da und da stehen wir auch nicht sonderlich gut da. Ich habe allerdings noch ein Vorstandsvertrauen von 79%, also Entlassung steht noch nicht so im Raum. Bei den Fans bin ich nur noch mittelmäßig beliebt. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht in der Winterpause gezeigt, wie es in den anderen Ligen so ausschaut. In Liga 2 im Moment auf den Aufstiegsrängen Rostock, Holstein, Kiel, der Neuling und Paderborn. Dahinter Düsseldorf, Aue, Dresden. Die halbe Liga ist im Aufstiegskampf noch dabei. Auf den Abstiegsrängen stehen gerade Augsburg, Duisburg, Wien, Wiesbaden und Kickers Offenbach. In der Regionalliga Nord stehen auf den Aufstiegsrängen gerade Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen. Auf den Abstiegsrängen Hannover 96 2, Werder Bremen 2, SV Meppen und SC Verl. In der Regionalliga Süd stehen Mainz und Unterhaching gerade auf den Aufstiegsrängen. Auf den Abstiegsrängen Nürnberg 2, Wormatia Worms, Pfullendorf und Waldhof Mannheim. Wir spielen jetzt erstmal gegen Werder Bremen. Sie haben mit ihrem Co-Trainer über verschiedene ihrer Spieler gesprochen und ihm dabei ganz konkrete Hinweise gegeben, auf welche Dinge er bei seinen Schützlingen besonders achten soll. Einige Spieler gewinnen deshalb einen Motivationspunkt. Sven Ulreich hat sich verletzt, Kapselprellung am Knie. Eieiei, zwei meiner drei Torhüter sind verletzt, aber DFB-Pokal, Halbfinale. Und die Hertha fährt endlich zum Finale im eigenen Stadion. Hertha BSC Berlin schlägt SC Freiburg mit 3:2. Und sie spielen tatsächlich gegen einen Drittligisten im Finale, gegen Wacker Burghausen. Die haben Eintracht Frankfurt in der Verlängerung geschlagen. Hertha ist aber, glaube ich, jetzt nicht so ein Kandidat, der eh schon in der Euroleague steht und bei dem das so mega wahrscheinlich ist. Deswegen wird Wacker Burghausen wohl nicht von der Niederlage profitieren, im Sinne von Euroleague-Qualifikation. Allerdings, die wollen natürlich das Finale gewinnen. Burghausen gegen Hertha, das Endspiel im DFB-Pokal. Sven Ulreich lässt in einem Trainingsspiel drei Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert 4 Motivationspunkte und die anderen Spieler lachen schon über ihn. Ich dachte, der hätte sich gerade eh verletzt. Ist er denn überhaupt schon wieder fit? Christian Gentner belauscht, wie Andreas Hartmann eine Bemerkung über sein Alter macht. Seine Zeit ist eindeutig vorbei, er ist nicht mehr der Jüngste. Wer weiß, wie lange der Opa überhaupt noch spielen kann. Christian Gentner sagt seinem Kollegen daraufhin unter 4 Augen, was er von ihm hält. Ei, was macht denn der Hartmann hier? Ist jetzt nicht mehr sonderlich motiviert. Er hat jetzt hier... Was? Er sagt, er ist zufrieden, negativ, blöde Fans. Sonst stand da mal blöde Mitspieler. Das habe ich in einem Let's Play nicht gezeigt. Aber manchmal, wenn die Aufnahme vorbei ist, dann gucke ich mir manchmal solche Sachen an in den Profilen oder in den Statistiken. Er hat jetzt aber schon zwei Spieler, die er nicht mag. Nämlich Felipe Lopez und Christian Gentner. Der soll mal aufpassen, dass er sich hier nicht völlig unbeliebt macht. So, wir spielen jetzt gegen Werder. Wer spielt da so mittlerweile? Benaglio, Ignowski, Sokratis, Janschke, Polanski, Tribol, De Bruyne, Hand, Shiplock, Nemec und Okazaki. Also kenne ich immer noch einige Spieler von. Ich stelle mal Nico Wolf und Günther Franke wieder auf. Ansonsten Khedira und Quist spielen im Zentrum. Diamantakos bekommt mal wieder die Chance im Sturm. Im rechten Mittelfeld setze ich Younes ein. Preen geht ins linke Mittelfeld. Ja, schauen wir mal. Ich bringe mal wieder die Ansprache. Es hat ja bei Bayern neulich auch geklappt. Bei Bremen ist es jetzt natürlich noch länger her, dass ich sie trainiert habe, aber... Ach Leute, die kenne ich doch. Die meisten Spieler kenne ich doch noch von früher. Die habe ich selbst trainiert. Das kriegen wir schon hin. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich weiß doch genau, wie die spielen. Die meisten kenne ich tatsächlich noch. Die Spieler sind verwundert, weil sie so einen Quatsch erzählen. Bremen hat auch nur eins der letzten 6 Spiele gewonnen. Der 12. gegen den 14. Wir sind der 14. Ungefähr gleich stark, über 40.000 Zuschauer. Andreas Frege, AK Campino, tippt 1:4 für Werder Bremen. Wir brauchen hier 3 Punkte. Einwurf durch Khedira auf Franke. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich, zieht den Ball aufs kurze Eck. Benaglio start verblüfft hinterher. Und der Ball ist drin, Günther Franke mit seinem 9. Saisontor in der 9. Minute. Schöner Auftakt hier. Nach 20 Minuten steht es immer noch 1:0. Jetzt Holzhauser, wird nicht angegriffen, stürmt Richtung Strafraum. Bringt den Ball unter Kontrolle an der Strafraumecke, wird von Ignowski bedrängt, setzt sich energisch durch. Präzise Hereingabe in den Fünfer, Franke verpasst den Ball um Haaresbreite. Benaglio klärt zur Ecke. Eckball von der rechten Seite, Savic zieht den Ball hoch auf den Elferpunkt. Seitfalls hier Diamantakos, tolle Parade von Benaglio. Auch tolle Szene von Diamantakos.
Und wir gehen mit der 1-0-Führung in die Halbzeit. Bremen ohne Torchance, 4-0 Chancenverhältnis. Da kann auch viel schief gehen, aber wir wollen uns weiter konzentrieren. Gelbe Karte für Sokratis. Savic 20 Meter vor dem Tor. Kann sich die Ecke aussuchen. Satter Schuss, böse abgefälscht von Polanski an die Unterkante der Latte. Der Ball springt auf der Linie auf. Polanski reagiert am schnellsten und drischt den Ball weit nach vorne. Es hätte fast das 2-0 sein können. Holzhauser 25 Meter vor dem Tor. Läuft noch, drei Schritte, zieht ab. Toll gehalten von Benaglio. Younes mit dem 2-0 in der 54. Minute nach Vorarbeit von Savic. De Bruyne aber 4 Minuten danach mit dem Anschlusstreffer. 2-1. Einwurf jetzt für durch Khedira für Stuttgart auf Wolf. Der stoppt den Ball mit der Brust, schlägt ihn aus der Drehung in die Mitte. Der Ball senkt sich tückisch aufs lange Eck des Tores. Benaglio macht einige Schritte und packt sicher zu. So, ich bringe Gentner für Quist ins Spiel. 70 Minuten gespielt, 75 Minuten gespielt. Kommt Fitztum für Wolf rein. 81. Minute. Hartmann kommt für Diamantakos, damit haben wir dreimal gewechselt. Bringen wir das über die Zeit. Gelbe Karte für Felipe Lopez oder setzen wir noch nach. Elfmeter für Stuttgart in der 86. Minute. Jetzt kann Savic den Sack zumachen. Oh, Schuss aufs rechte Eck. Benaglio hat die Ecke geahnt, fängt den Ball sicher. Oh, ist das der erste Elfer, den Savic verschießt? Hat er schon mal einen verschossen? Ich glaube nicht, oder? Ein sehr sicherer Schütze. De Bruyne hat hier einen Elfer reingemacht, aber wir gewinnen das Spiel mit 2-1. Das ist doch sehr schön. Diego Benaglio, der Mann des Spiels. Ein Spiel bekommt die Note 3. Hübsch. Wir klettern einen Platz auf Platz 13. So, 20 Punkte hinter den Bayern sind wir, aber das internationale Geschäft ist sicher noch erreichbar. Die Bayern haben halt einen relativ großen Vorsprung auf fast alle anderen. Stuttgart schlägt Bremen mit 2-1, wie gesehen. Dortmund gewinnt 3-0 gegen Hannover 96. Cottbus verliert 1-2 gegen Eintracht Frankfurt. Leverkusen verliert 1-2 gegen Greuther Fürth. Bielefeld, die sind jetzt richtig auf, weiß nicht, in der Erfolgsspur will ich nicht sagen, aber Bielefeld spielt 1-1 gegen Bayern München. Da sieht unser 1-1 gegen Bielefeld ja gleich gar nicht mehr so schlecht aus. Bielefeld hat jetzt unentschieden gespielt gegen uns, gegen St. Pauli, die auf 2 stehen, und gegen Bayern, die auf 1 stehen. Also leider bringt es halt nur einen Punkt. Das hilft den Bielefeldern nicht so wirklich. Die haben 21 Punkte Rückstand. Es sind nur noch 9 Spiele. Die Zeit läuft ihnen davon. Sie müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Mehr oder weniger. St. Pauli gewinnt 2-1 gegen Freiburg, kommt damit 2 Punkte näher an die Bayern ran. Schalke spielt 2-2 gegen den Hamburger SV. FSV Frankfurt verliert 0-1 gegen Hertha BSC. Und Hertha ist doch, hätte ich gar nicht gedacht, sind ja doch in Euroleague näher. Also vielleicht profitieren die Burghausener dadurch davon. Wolfsburg verliert 0-1 gegen Gladbach. Folgendes Tabellenbild: Bayern 7 Punkte vor St. Pauli, die sind 3 Punkte vor Wolfsburg, die sind 2 Punkte vor Gladbach und Dortmund. Wir, ja, die UEKA-Bränge sind 5 Punkte entfernt. Wir nehmen jetzt erstmal die erste Tabellenhälfte ins Visier. Auf den Abstiegsrängen nichts Neues. Hamburg und Bremen hier beide auch ziemlich im Abstiegskampf. Wobei Bremen punktgleich ist mit mir. Also wir sind auch noch nicht ganz aus dem Schneider. Aber 8 Punkte vor Platz 16 ist auch schon mal ganz gut. Ja, Hamburg hat auch 6 Punkte Vorsprung vor Cottbus. In der 11 des Tages haben wir Günther Frank und Armin Younes von uns. Reinhard Saftig ist der neue Manager von Waldhof Mannheim. Alexander Schur, der neue Trainer vom SV Meppen. Thomas Oral, der neue Trainer von Fortuna Köln. Und Thorsten Lieberknecht, der neue Trainer von Greuther Fürth. Wir bekommen Angebote von Eintracht Frankfurt, die stehen auf Platz 12 in Liga 1. Kaiserslautern, die stehen auf Platz 11 in Liga 2, aber ich sage nein. Ich fühle mich ja nach wie vor wohl in Stuttgart. Matthias Holz geht von Paderborn nach Duisburg. Dimitri Nazarov von St. Pauli nach Tottenham Hotspur. Tauland Wischko von FSV Frankfurt nahm zum FC Barcelona, der 18-Jährige. Christian Pospischil von Fortuna Köln nach Vorskla Poltava. Lee Tiller von Augsburg nach Freiburg. Genki Omai von Dresden nach Heart of Midlothian. Matthias Herbig von Hannover 96 zu Real Madrid. Ui, die spanischen Top-Teams, die schlagen hier zu in der Bundesliga und sichern sich junge Spieler. Barcelona und Real. Wir spielen jetzt gegen Udinese Calcio. Wir haben das Hinspiel 1-3 verloren. Das heißt, wir brauchen schon einen relativ deutlichen Sieg, um hier in die nächste Runde einzuziehen. Ulreich ist noch einen Tag verletzt. Beim Training war er doch noch dabei. Ich besuche ihn mal noch eben. Oder kann halt wohl schon wieder trainieren und spielen. Nochmal Hallo gesagt jetzt gegen Udinese Calcio. Da müssen wir deutlich gewinnen. Ich weiß nicht, soll ich vielleicht mal mit zwei Spitzen starten? Diamantakos darf wieder spielen. Hartmann wird allerdings starten. Gentner ist vielleicht ein bisschen offensiver als Quist. Kommt in die Startformation.
Nee, ich lass mal erstmal die Formation stehen, aber ich sag ihnen trotzdem, wir brauchen Tore, Tore, Tore. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schießt sie einfach ab. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. Ausverkauftes Haus. Auch schon eine Weile nicht mehr, glaube ich. Franz Beckenbauer tippt 3:2 für uns. Das würde uns nicht reichen. Wir müssen mindestens mit 2 Toren Differenz gewinnen. Und selbst das kann unter Umständen nicht reichen, wenn wir zu viele Gegentore schlucken. Also, lasst was sehen, Leute. Wir brauchen mindestens 2 Tore. Also, fangt an. Aber da kriegen wir das 0-1. Gabriele Angela mit dem 0-1 in der 33. Minute. Und das ist auch der Pausenstand. Wir hatten 4:2 Torchancenverhältnis. Ich hätte vielleicht von Anfang an offensiver aufstellen sollen. Das mache ich spätestens jetzt. An der Ausgangs... Ja, wir brauchen mindestens 3 Tore in einer Halbzeit jetzt. Das ist bitter, das ist schwer. Das ist fast ja, unmöglich, will ich nicht sagen. So, Diamantakos kommt für Khedira rein. Ich spiele jetzt mit 2 Spitzen. Offensiv muss ich noch stellen, das habe ich jetzt gemacht. Gelbe Karte für Pawlowski. Eckball von der rechten Seite, wir brauchen ein schnelles Tor. Savic schlägt den Ball auf den langen Pfosten, Pawlowski fängt den Ball sicher ab. Merkel schlägt noch einen Haken, zieht dann sofort ab. Lammert klatscht den Ball nach vorne ab, hat ihm im Nachfassen sicher. Ei, was mache ich denn jetzt? Politanovic kommt für Holzhauser. Noch 0:1. Wir brauchen jetzt 3 Tore in knapp einer Viertelstunde. Das wird schwer, das wird schwer, das wird schwer. Fitztum kommt für Preen. Das ist vielleicht auch noch ein zu defensiver Wechsel. Andreas Hartmann mit dem 1:1 in der 84. Minute. Aber es dürfte zu spät sein. Da kriegen wir auch schon das 1:2. Das war's. Wir verlieren beide Spiele gegen Udinese Calcio und können uns jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Scheitern im Champions League Viertelfinale. Eieiei. Das war nicht unser Gegner. Gucken, aber es sah ja so aus, als würden beide Bundesligisten irgendwie rausfliegen. Oder alle Bundesligisten. Haben wir fast 5 Millionen hier kassiert. Fernseheinnahmen. Prämie geht nur an den Sieger. Das hat uns finanziell nochmal gut getan. 52% Quote bei Sky. Gabriele Angela, der Mann des Spiels. Das Spiel bekommt die Note 4. War nicht so die Spannung drin. Bremen fliegt raus. Hat beide Spiele verloren. Wir fliegen raus, beide Spiele verloren. Schalke fliegt raus, beide Spiele verloren. Und Bayern München fliegt auch raus, beide Spiele verloren. Die Bundesliga ist kollektiv untergegangen im Viertelfinale der Champions League. Sparta Prag haut in der Euroleague Admira Wacker raus. Sociedad fliegt gegen Sevilla raus. Paris Saint-Germain schmeißt Man United raus. Und Bordeaux wirft Saloniki raus. Das gibt folgende Halbfinalpaarungen in der Champions League. FC Liverpool gegen Udinese Calcio und Real Madrid gegen PSV Eindhoven. In der Euroleague Paris Saint-Germain gegen Girondin Bordeaux, französisches Duell und FC Sevilla gegen Sparta Prag. Und wir können uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren und haben hier natürlich das Ziel, uns hier für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Natürlich Champions League wäre schön, aber da brauchen wir als 13. erstmal nicht dran denken. Brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Spielen jetzt gegen Frankfurt. Die stehen einen Platz vor uns. Haben einen Punkt mehr. Die könnten wir überholen, wenn wir hier gewinnen. Formation ändere ich jetzt im Vergleich zum letzten Spiel. Even kommt mal wieder in die Startformation. Und Quist ebenso. Horst Hollen bekommt mal wieder die Chance. Ja. Ich halte keine Ansprache, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ausverkauftes Haus. Frankfurt zuletzt immer abwechselnd gewonnen und verloren. Ja, dann wäre ja wieder eine Niederlage dran, werte Frankfurter. Ausverkauftes Haus, über 5000 Stuttgarter Fans. Stefan Raab tippt auf ein 1:1 Unentschieden. In der ersten Minute schon. Savic schlägt den Ball nach innen auf. Quist stoppt 20 Meter vor dem Tor. Passt steil in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Eckball für Frankfurt von der linken Seite. Rode zieht den Ball hart an den Fünfer. Diouf springt der Ball ans Knie und von dort ins Tor. 1-0 für Frankfurt. Aber ist ja noch Zeit. Preen holt aus, spielt dann quer nach links. Holzhauser nimmt den Ball mit, drängt in den Strafraum. Kontrolliert den Ball, wird von Schwegler bedrängt. Kann ihn abschütteln. Schönes Anspiel auf Hartmann. Schuss und Räder hält. Toll. Und da direkt das 2-0. Rotter mit dem 2-0 in der 16. Minute. Eieiei. Aber Savic 5 Minuten später mit dem Anschlusstreffer nach Vorarbeit von Preen. Und da hat sich doch Quist verletzt. Nee, Gentner kommt rein. Ich hoffe, nicht zu schwer. Sonst habe ich nur noch 2 defensive Mittelfeldspieler quasi. Aber es gibt ja noch andere Spieler, die das auch können.
So, Rode gegen Even. Setzt sich durch, stoppt den Ball, zieht leicht nach links, überläuft Gentner, schießt aus 20 Metern mit rechts aufs Tor, genau auf den Keeper, der packt sich ja zu und passt in die Sturmspitze. Aber da passiert nichts. Gelbe Karte für Felipe Lopez. Gelbe Karte für Sonny Kittel. Und es ist Halbzeit, 2:1 für Frankfurt. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Pech der anderen eben erzwingen. Da geht noch was. Diouf flankt aus vollem Lauf. Aber der Ball landet auf dem anderen Flügel. Gotha bringt den Ball unter Kontrolle, zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Keiner kommt ran. Diouf nimmt den Ball wieder, überläuft Hollen, flankt in den Strafraum. Seitfalls hier Nivela. Wolf fälscht den Ball ab an die Latte und der Ball ist drin nach dem Abstauber von Diouf. 3:1. Aber direkt Stuttgart in der Offensive. Preen drängt in den Strafraum, bringt den Ball unter Kontrolle, wird von Schwegler bedrängt, setzt sich energisch durch. Wunderbare Flanke in den Fünfer, Hollen segelt vorbei und Reda pflückt den Ball herunter. Stunde gespielt, ich wechsle den zweiten Stürmer ein. Diamantakos kommt für Gentner, wo Gentner eben erst reinkam. Ein bisschen doof gelaufen für ihn, das merke ich jetzt erst gerade. Ich spiele jetzt offensiv. Sonny Kittel macht aber das 4:1, das ist die Vorentscheidung. Kommt Günther Franke noch für Horst Hollen. Und das Spiel geht wohl verloren, das kann man jetzt sagen. Even nochmal, ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Spiel zur Torauslinie, Wolf erläuft sich den Ball, flankt an den Fünfer, Kopfball Diamantakos, Reda streckt sich verzweifelt, aber er dreht den Ball noch um den Pfosten. Eckball von der rechten Seite. Savic schlägt den Ball flach an die Strafraumgrenze zurück. Franke zieht sofort ab, Tor 4:2, aber das ändert nichts mehr. Wir verlieren. Diouf, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 2. Gut. Quist hat zum Glück nur eine Risswunde am Knie. Wir stehen auf Platz 15. Direkte Abstiegsgefahr jetzt nicht so. Wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung, aber internationales Geschäft sieht doch doof aus jetzt. Aber wir können uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Wir haben noch 8 Spieltage Zeit. Schauen, was wir da noch holen können. Freiburg schlägt Bayern München mit 3:2. Oha. Gladbach spielt 0:0 gegen Leverkusen. Bremen spielt 1:1 gegen Borussia Dortmund. Greuther Fürth spielt 2:2 gegen Cottbus. Oha, Bielefeld mit dem zweiten Saisonsieg. Bielefeld gewinnt in Hannover 0:1. Die Bielefelder sind jetzt doch ganz gut in Form. Aber ich bin ja ihr... Ja, auf mich müssen sie gerade schauen. 20 Punkte liegen sie hinten. Ob das noch zu machen ist. Aber sie sind... Sie präsentieren sich jetzt langsam in einer Form, wo man sich zumindest nicht mehr darüber lustig machen kann. Eintracht Frankfurt gewinnt 4:2 gegen Stuttgart. Schalke spielt 0:0 gegen Wolfsburg. Hertha verliert 0:2 gegen St. Pauli und der Hamburger SV gewinnt 3:1 gegen FSV Frankfurt. Bayern nur noch 4 Punkte vor St. Pauli, aber 9 Punkte vor Wolfsburg. Es bahnt sich gerade erstmal ein Zweikampf an um die Meisterschaft. Ansonsten nicht viel Veränderung im Tabellenbild in der 11 des Tages. Keiner meiner Spieler, Torschützenliste. Günther Franke auf Platz 3. Günther Franke und Savic sind beide in der Top 12 drin auf Platz 11 und 12. Savic gibt viele Assists auch in letzter Zeit. Martin Schmidt von Waldhof Mannheim wurde entlassen. Václav Pilar wechselt von Wolfsburg nach Barcelona. Alexander Bittrov von Schalke nach Dresden. Konstantinos Rugalas von Augsburg zum Hallescher FC. Sego Shadiu von Paderborn nach Bratislava. Toni Janschke von Werder Bremen nach Hannover 96. Wir, ja, wie gesagt, haben jetzt nur noch die Bundesliga vor der Brust. Felipe Lopez hat Vertragsverhandlungen. Okay, Quist kann schon wieder spielen im nächsten Part. Dann nur 2 Ligaspiele gegen Hertha BSC und gegen Hamburger SV, also gegen den 7. und gegen den 14. Hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Konstanz reinbekommen. In der Rückrundentabelle stehen wir immer noch auf Platz 4. Noch ist unsere Rückrundenleistung nicht schlecht, aber nicht so gut, um die Hinrunde jetzt auszugleichen. Also noch stehen wir ja nicht so gut da. In der Heimtabelle sind wir 11. in der Auswärtstabelle 14. In der Tabelle 1. Halbzeit 12. In der Tabelle 2. Halbzeit auch 12. In der zweiten Liga Rostock, Aue und Dresden auf den Aufstiegsrängen gerade. Wir machen allerdings schon wieder über 30 Millionen Gewinn hier. Gucken, wie ich das Geld anlegen soll. Was macht denn unsere zweite Mannschaft so? Ach so, die waren abgestiegen. Naja, ich speichere und sage Tschüss, bis dann.